Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Check, beziehungsweise Mikrofon-Check. Wir haben uns das Headset schon angeguckt, also ausgepackt und angeguckt. Und ich habe auch noch die Folie draufgelassen, habe die immer nur so beiseite geschoben, wenn man die nicht unbedingt abmachen muss, warum nicht? Ja, da ist ein bisschen besser geschützt, wenn es im Karton ist oder so, oder wenn ich es rüber mache und dann anhänge. Ich bin da ein bisschen. Ich habe selbst jetzt noch die. Glaubt mir keiner. Ich habe selbst jetzt noch auf meinem Autoradio die Schutzfolie drauf auf dem Display. Ist halt. Naja, ich bin da ein bisschen eigen. So, wie gesagt, das ist das Fenris. Fenrir. Das leuchtet auch. Ich werde das mal kurz hier in den Umstecker machen. Ja. Da seht ihr, dass es leuchtet. Man kann es nicht beeinflussen, es leuchtet halt grün. So gemacht, dass es so ein bisschen mit dem Schwarz und so, dass es so ein bisschen bösen Blick hat. Und das ist so, sozusagen so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Wir haben ein schönes Headset, wobei vom Style, das ist auch wieder hier so Gummi. Man kann so wieder biegen. Vom Style her, so hier, das finde ich ganz gut, aber mit dem Grün und der Fratze und so. Also da muss ich sagen, das finde ich jetzt nicht so optisch, nicht so ansprechend für mich. Also, es sieht zwar mit den Augen hat schon was, aber so, ich weiß nicht. Da finde ich das vom E900 und E900 Pro mit diesen drei Kratzern und so und im rot-schwarzen Style finde ich optisch, ist für mich optisch ein bisschen ansprechender. Aber es geht ja nicht um die Optik nur, es geht ja auch darum, was es kann. So. Wir haben bei diesem Headset die Bedienelemente auf der Rückseite, also praktisch da links, wo der Mikrofonarm dran ist, haben wir hier laut und leise. Und hier oben zum Schalter zum Stummschalten und zum Anmachen vom Mikrofon. Wir können das auch komplett frei bewegen. Ich habe beim Test das Mikrofon in diesem Winkel auch, ich habe es extra so gelassen für euch, damit ihr das sehen könnt, wie ich das Mikrofon getestet habe. Also ich war nicht zu nah am Mund, nicht zu weit weg, nicht Mikrofon gerade gemacht, sondern mit einem kleinen Winkel. Ja, warum ich das jetzt nicht aufhabe? Weil ich da mit dem alle getestet habe, also zum Anhören, und alle die gleichen Chancen haben sollen. So. Aber kommen wir mal zu den Anschlüssen. Ihr bekommt, also ihr habt bei diesem diese Anschlüsse. Das USB ist wirklich nur für Licht. Könnt da so ein kleines Akku-Pack ranhängen oder was weiß ich. Und dann habt ihr da Licht. Am Headset. Wenn ihr nicht braucht, lasst das einfach runterbaumeln. Dann habt ihr ein Klinke. Wie ihr seht hier mit den drei schwarzen Strichen. Das kennt ihr bestimmt vom Handy. Da ist Stereo-Klang drin und Mikrofon. Wenn euer PC. Die meisten Laptops haben es ja, aber wenn euer PC, wie mein PC, das jetzt nicht kann, ja, da habe ich ja diese Headset-Halterung von EKSA. Da funktioniert das recht gut dran, ne, weil wir haben hier mehrere Klinker. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Daran habe ich das auch getestet. Aber EKSA weiß, dass das natürlich noch nicht jeder PC hat und legt euch ein Y-Kabel mit bei. Ich habe auch Soundtests gemacht, also das werden wir uns gleich anhören. Ich habe sie noch nicht angehört. Dann macht ihr das dann einfach hier ran. So. Und dann habt ihr hier Mikrofon und Kopfhörer. Ich habe einmal diese beiden vorne in den PC reingesteckt oder am PC reingesteckt, um auf meinen Sound zu kommen. Ich habe es einmal im Headset-Halter reingemacht und ich habe es auch so am Headset-Halter reingesteckt, um zu gucken, ob es da irgendwelche Unterschiede geben könnte. Bei sämtlichen Varianten, wie ich jetzt, wenn wir es uns gleich anhören, mein Mikrofon aufgenommen habe. Ich habe mit Audacity aufgenommen. Ich habe nichts gemacht mit dem Mikrofon. Kein AGC an, keine Mikrofonverstärkung. Das Einzige, was ist, ein Mikrofon ist auf 100%. Mehr nicht. Und ich glaube, war das bei dem jetzt, wo mit, doch, da war eine Mikrofonverstärkung drin, die war automatisch 20% oder so.
Bin mir jetzt nicht sicher, ob es bei denen oder bei dem USB war. Keine Ahnung. Da habe ich gar nichts dran gemacht. Ich habe also nicht höher, nicht niedriger. Ich habe alles Standard gelassen. So wie Plug and Play. Ihr steckt rein, benutzt. Fertig. Bei dem E1. Nee, Quatsch. Bei meinem, wo ich es hier am Dings getestet habe, musste ich AGC ausschalten an der Headset-Halterung, weil da hatte ich AGC selber angeschalten. Das habe ich ausgeschalten. Von Standard aus, wenn ihr das anschließt, ist es nicht angeschalten. So. Tragekomfort ist sehr gut. Ist hier schön gepolstert. Auch groß. Die Ohrmuscheln für große Ohren müssen das eigentlich auch okay sein. Das Mikrofon kann man schön bewegen. Also ihr könntet auch so richtig nah am Mund dran machen und halb auffressen. Macht's nicht. Macht es einfach nur so und ein bisschen schräg, damit ihr zum Mund zeigt. Es war weich auf dem Kopf. Es hat sich sehr gut getragen. Ich habe keine negativen Effekte festgestellt. Ich habe es bis jetzt am PC getestet. Die Konsolen kommen noch dran. Aber ich lese euch das mal vor, noch mal vor, für welche Konsolen das geeignet ist. Für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox, ach Quatsch, Nintendo Switch und PC. Und zwar, wo haben wir denn jetzt? Wo haben wir denn jetzt? Ich zeige euch das auch mal die Seite. Ich habe hier auch nochmal bei Amazon direkt aufgemacht. Gucken, ob da gerade eine Aktion ist. Ach, wollte er jetzt nicht? Okay, dann nochmal bei Amazon direkt suchen. Machen wir mal E7000 weg und mal einfach nur Fenris. Da haben sie das noch nicht bei Amazon gelistet. Nämlich ein neues von denen. Ja, das ist zum Beispiel das 900. Das finde ich vom Optischen her sehr schick. Nee, das gibt's noch gar nicht in Deutschland, das Headset. Ist bei Amazon noch nicht gelistet. Okay. Es steht ja auch da, dass es neu ist. Momentan anstatt 32, 22 Euro. E7000, Fenrir. So. Software gibt es dafür auch nicht. Habe ich vorhin nämlich geguckt. Das ist die Software, die hatte ich nämlich runtergeladen für den Headset-Stand. Und da kann man dann hier so einige Sachen ein- und ausschalten. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns. Ach so, nee, wartet mal. Wäre sowieso noch umschalten. Ich werde jetzt mal auf den PC umschalten. So. Weil dadurch seht ihr jetzt praktisch hier unten den Desktop-Bildschirm.
Audiobalken, den hier müsst ihr beobachten. Mal, zeig's euch mal kurz. So, 50% Lautstärke. So. Der ist halt für das Bewegen. So, dann fangen wir mal an. Wir fangen an mit dem Fenrir. Am Headset-Halter. So, jetzt sind wir am Headset-Halter angeschlossen. Ich habe AGC extra ausgemacht, so wie bei. Das habe ich ja damals nur eingeschaltet, also selber eingeschalten. Standard ist das ja nicht eingeschalten. Wir machen wirklich Standard ohne irgendwas. Es ist wirklich ein bisschen leiser, sehe ich gerade. Aber das sehe ich nur anhand des Ausschlags. Wir werden uns das dann nachher auch direkt angucken oder zusammen ja anhören. Ich bin mal sehr gespannt. So, unser normaler Satz wieder. Esel fressen, Nesseln nicht, Nesseln fressen, Esel nicht. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Jetzt wieder schweigen. Hört sich gut an. Boah, ich habe keinen Ausschlag. So, das soll es auch jetzt gewesen sein. Jetzt machen wir noch einmal ohne Y-Weiche am Headset-Halter. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwelche Unterschiede zu merken sind. Also ich muss noch mal, ich muss noch mal. Es ist wirklich ein bisschen leiser, sehe ich gerade. Aber das sehe ich nur anhand des Ausschlags. Also der Sound ist sehr gut. Wir werden uns das dann nachher auch direkt angucken. Also ich höre es jetzt, deswegen mache ich jetzt mit den Kopfhörern. Ich bin mal sehr gespannt. So, unser Ausschlag ist so ein bisschen Mitte. Esel fressen, Nesseln nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. 1, 2, 3, 4, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Jetzt wieder schweigen. So, das soll es auch jetzt gewesen sein. Da bin ich jetzt perplex. Also wie gesagt, ich habe hier nichts mit Verbesserung oder so. Also das hat mir angezeigt, kein Eigenrauschen. Okay. Das war am Headset-Halter. Jetzt machen wir an der Front vom PC. So. Oh, wartet mal. Ich muss hier nochmal schnell gucken. Das war eben am Headset-Halter mit Y-Kabel. Und jetzt kommen wir zur Front vom PC mit Y-Kabel. Jetzt werden wir das mal testen. Ich habe das, ist wirklich das Fenris angeschlossen mit dem Y-Kabel direkt am PC, an der Front meines PCs. Ich denke, keiner wird es nach hinten anschließen. Und das werden wir jetzt mal testen. Wir werden auch noch am Headset-Halter von EKSA testen und wir werden auch noch den einzelnen testen, also den einzelnen Klinke, der vorhanden ist, ohne Y-Weiche. Das kann ich aber nicht direkt am PC machen, weil mein PC so einen Klinkeranschluss nicht hat. Das kann ich dann nur über den Headset-Halter von EKSA machen. So, ihr hört jetzt schon die ganze Zeit das Headset. So, jetzt werden wir mal unseren berühmten Satz wieder oder die Sätze wieder einsprechen und schweigen. Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Und jetzt schweigen. Da habe ich ein Rauschen. Ein Eigenrauschen. So, das sollte jetzt auch wieder reichen. Dann werden wir gleich noch das nächste testen. Da war ganz schön laut. Und ich habe, wie gesagt, ich habe nichts geändert. Ich habe die Mikrofone alle immer nur auf 100% gemacht. Und Mikrofonverstärkung ist aus und so was alles. Es kann sein, dass es im mal kurz. Nee, Mikrofon boostet es hier auch aus. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt am Headset-Halter ohne Y-Kabel. So, jetzt habe ich den einzelnen Kabel.
Das wieder leiser. Wieder unsere obligatorischen Sätze. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht, 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Und jetzt bin ich wieder ruhig, damit wir Rauschen hören. Da ist schon wieder kein Rauschen. Also am PC mit Y, am so, Headset-Halter ohne Y, ich bin mit gespannt, Y ist lauter, aber wir haben ein Rauschen. Wie sich das anhören wird und ob man Unterschiede merkt oder nicht, wir sehen. Also das erstaunt mich jetzt. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, die sind gleich. Kleine Unterschiede habe ich gedacht. Aber mit Y-Weiche, dass es da denn am Headset-Halter ein Eigenrauschen gibt und dass es viel lauter ist. Das ist sehr kurios. Ohne Y-Weiche ist der Sound dann natürlich besser und wir haben kein Eigenrauschen. Also laut meiner Anzeige haben wir kein Eigenrauschen. Am PC müssen wir mit Y-Weiche machen, haben da aber auch kein Eigenrauschen. Aber warum denn am Headset-Halter mit Y? Dürfte eigentlich ja auch kein Eigenrauschen sein. Das ist sehr kurios. Aber so eine Sache muss es auch geben. Wir haben es jetzt getestet. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ob bei euch ein Rauschen zu hören ist oder nicht. Ich würde mich dann für den Mikrofontest hier erstmal verabschieden. Ich werde es dann noch versuchen, an einigen Konsolen zu testen. Ich hatte ja eine Weile keine Stimme und so, da ging nichts. Muss mir dann jemand gucken, dass mir dann jemand hilft dabei, mit dem ich halt eine Party mache und der sagt, wie es sich anhört. Das werde ich wahrscheinlich dann wieder mit Rudi machen, wenn Rudi Zeit haben sollte. Ich muss ihn erstmal fragen. Und Grüße gehen raus an Rudi. Dann wird vielleicht nochmal ein Video kommen oder wir lassen es so. Das weiß ich noch nicht. Wenn sich da jetzt nicht was Gravierendes tut, dass da irgendwie schlechter abschneidet, wenn wir es an den Konsolen haben. Ich werde es an der Xbox testen, an der PlayStation oder so testen. Lohnt sich eigentlich nicht, nochmal ein Video zu machen. Na, werden wir sehen. So, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich bin, wie immer, sehr überrascht über das Ergebnis. Bei EKSA. Für einen niedrigen, wirklich niedrigen Preis. Eigentlich hätte es jetzt anzubieten, die kaum Rauschen, beziehungsweise hier jetzt der Fenrir gar kein Rauschen hat, also laut Anzeige. Und dann halt noch einen guten Tragekomfort hat und einen schönen Sound. Also ist man aus der Preisklasse eigentlich nicht so gewöhnt, muss ich auch dazu sagen. Aber von mir Doppeldaumen hoch. Ich würde mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, natürlich von euch auch. Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.